So, YouTube, hallo und willkommen zurück zu Geotastic Runde 2 oder zweiter Teil. Wir sind immer noch in Portugal und fahren durch die wunderschöne Landschaft, die jetzt aber wirklich ein bisschen schöner wird und hügeliger. Also jetzt fahren wir Richtung Norden, eben sind wir Richtung Süden. Okay, Richtung Norden kommen Berge. Okay, ich dachte ja gerade Richtung Süden kommen Berge, aber wenn Richtung Norden Berge kommen, dann könnten wir hier oben sein. Oder hier hinten. Oder halt hier irgendwo, nicht? Oder hier hinten drin. Aber da heißen die Sachen alle anders. Und nicht so wie die, die wir hatten. Und dann hätte ich auch andere Namen, nicht wie Abrantes mal erwartet. Irgendwas Großes. Wir brauchen so eine Kreuzung, wo wirklich mal... Oh. Warte mal. Geh in die Previous, also ich darf nicht in die Richtung, nicht? Ich muss in die hier. Ja, von hier kamen wir. Aber ich hasse es, wenn er mich umdreht. Wir brauchen mal so eine richtige Kreuzung, wo wirklich was dran steht und nicht so ein Pups nächster Ort, wo nicht mal dran steht, wie weit der entfernt ist. Wenn man allein 4, 5 Orte hätte, nicht, die man dann vielleicht sieht, weil man anhand der Abmessung weiß, ich brauche eine Region von 5 Quadratkilometern, wo nichts ist oder wo 3 Dörfer nur sind und die sind dann nordöstlich verbunden, dann könnte man damit arbeiten. Aber hier, du hast ja einfach nur, rechts geht's dahin zu dem Pissort, da geht's zu dem Ort. Wem soll das helfen? Also jemand, der vielleicht viel Portugal-Urlaub macht, der weiß Bescheid. Dass zum Beispiel der Norden von Portugal, da kommen Fichten vor oder so. Ah, damit kann ich nicht aufwarten. Ah, ich dachte, das ist vielleicht so ein Straßending. Nicht? Also selbst in Bangladesch oder Indonesien hast du immer ein... wo waren wir hier? Sri Lanka und Co. hast du immer am Straßenrand so kleine Steine, wo steht, wo man ist. Selbst in Osteuropa hast du mal wenigstens eine Stange, wo irgendwas dran steht, nicht? Straße so und so, Landstraße so und so, vielter Kilometer. Ich meine, klar, die Leute in Portugal sind so fortschrittlich, die fliegen eh alle oder haben Navigationssysteme, die brauchen sowas nicht mehr. Aber sieht auch schon alles ein bisschen runtergewirtschaftet aus, ne? Also... Straßen in einem Zustand auf deutschem Niveau auf jeden Fall. Wäre auch schön, wenn wir einfach mal so einen Weitblick, dass man vielleicht über die Region so einen Überblick bekommen würde, nicht? Wie ist die aufgebaut von den Bergen, Höhen? Aber hier ist eigentlich, glaube ich, nur jetzt hügelig. Sind es auch 300 Meter oder so, vielleicht, die wir inzwischen hoch sind insgesamt? Jetzt gehen wir mal 50 runter, dann wieder 100 hoch. Aber grundsätzlich fahren wir eher höher. Ja, irgendein kleiner Fluss, der ist wahrscheinlich nicht mal eingezeichnet. Halte ich mich jetzt auch nicht dran auf. Wenn jetzt hier nichts kommt, dann gehe ich wieder auf die andere Hauptstraße zurück. Weil die Straße sieht jetzt auch nicht so riesig aus, dass hier wirklich was kommen würde. Ah, das ist doch mal geil. Okay, das wollte ich. Guck mal, da kommt was Großes. Das heißt, im Norden ist eine größere Stadt, dann müssen wir die anfahren. Bleibt nichts anderes übrig. Ja, ja, guck mal. Das könnte auf einer Landkarte auftauchen. Vielleicht steht ja in dem Dorf schon an der Kreuzung dran, 20 Kilometer bis Porto. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Oh, wartet mal. Manchmal steht auf diesen Mülltonnen, und die können wir gut lesen, welcher Bezirk das ist. Ich glaube nicht bei denen. Residijo, nee, schade. Auf jeden Fall sollen wir nur 30 fahren. Also fahrt bitte auch nur 30. km/h und es geht noch weiter. Herr Diaz dos Cordeiros. So, hier darf ich auch raten. Das sieht nach Hauptstraße aus, nicht? Weil der Weg weitergeht. Oder das hier. Da haben wir ein Schild. Casal de Oliveiras, Pereira Canisiera. Pereira. Pereira liegt nicht in Portugal, aber wo lag Pereira? Vielleicht doch auf einer anderen Insel oder so. Die nicht, aber das hier sind alles hohe Inseln, nicht? Pereira, Pereira. Sag mir so krass was. Pereira. 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 Das Dorf liegt hinter dir. Da bist du, glaube ich, gerade durch. Ich bin doch nur mitten im Dorf. Aber Pereira ist was Größeres gewesen, weil ich kann mich erinnern, ich habe das schon mal gesucht. Oder es ist was Kleines gewesen und ich dachte, es ist was Größeres, weil es überall dran stand. Aclientes. Clarivero. Exclusio. Wifi. Pharmacia. Hier sind wenigstens immer LKW. LKW fahren immer Richtung Autobahn. Hier ist eine Tankstelle. Das ist gut. Die gute Loja-Tankstelle. Café Condeco. Ah, das wird doch hier besser. Valle de Cavalos. N118 Alpina. N114. N123. 20. Die Region hatte ich ja hier bevorzugt. 25, 24, 22, 23, 21, N114, da sind wir. Ecke 118. Ich gehe mal dichter ran. 114. Die, warte mal. Macht so einen Knick. Oh. Okay, gefährlich. Oh, geht die hier weiter? Nee, die hört hier, hört sie auf, nicht? Okay. 118. Hier sind wir. Also zumindest in der Ecke. Santana. Valle Vialo, Ville Valle, Valle de Moss.
Abrantes. Abrantes habe ich nicht gesehen. Crouch habe ich nicht gesehen. Magos habe ich nicht gesehen. Vor allem, warum steht nicht Lissabon irgendwann mal dran, nicht? São Pedro, Patales, Torres, Faima, Santa Maria. Von den Namen passt hier einfach gar nichts zusammen. Das Pereira. Ich war hier auf hier war ich auf jeden Fall schon mal, weil ich dieses Pereira dann auf jeden Fall schon mal gesucht hatte. Dann habe ich mich damals auch geärgert, dass es so klein war. Was halt überall immer auftauchte. So, aber wo ist jetzt Santando und Valle de Cavalos? Weil es halt auch alles so dicht an Lissabon ist, nicht? Gut, was ist schon dicht? Wie viele Kilometer sind das? 100 oder so. Ja, also so dicht ist das jetzt nicht. Valle de Mos ist das Einzige, was ich hier sehe. Ulme. Kusch. Texugera. Cucu. Mora. Cavalieros? Weiß ich nicht mehr. Guten Abend, Hondo. Und danke für den Follow neulich. Habe ich zu spät gesehen. Du bist von Süden Richtung Norden. Von Süden, ah, das ist ein... Ja, ja, gut, gucke ich ja gerade, aber die Namen passen nicht. Das ist eher so... Salvaterra? Nee, Santanera. Das passt halt irgendwie gar nicht. Also ich lese nicht einen Namen, durch den wir irgendwie mal gefahren sind. Valle de Rosa, Valle de Calvos, Santama oder so, da stehen wir ja sogar drin. Wir können ja gar nicht so weit von dem weg sein. Hier, La Marosa wird zusammengeschrieben, nicht La Marosa. Alter, Google. Okay. Auf den Schildern steht das ganz anders. So. Weil da geht's auf jeden Fall ab. Das heißt, wir sind irgendwo... Hier ist Paco de Negros. Das ist auch gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon zwei Orte gefunden. Und jetzt muss doch hier... Santa Mera, oder wie das heißt, auftauchen. Der Cairo. Also die Hälfte der Namen habe ich never ever gesehen beim Durchfahren. Die haben echt ein Straßensystem, was sie in die Mülltonne treten können. Wirklich. Tja. Reinzoomen. Ja, hilft ja nicht. Viel mehr kommt da nicht mehr, nicht? Und wenn das so klein ist, dann finde ich es eh nicht. Monte Alegre hatten wir auch. Aber warum stehen denn die Sachen, die eingezeichnet sind, nicht einfach mal dran? Verschissene Scheiße. Kann doch nicht so schwer sein. Okay, wir starten nochmal am Startpunkt. Und fahren nochmal Richtung Osten. Hier, Centro de Dia. Okay, es geht ins Zentrum. Das hilft uns nun nicht. Weißt du, da merkt man erst, wie wichtig Kilometerangaben sind. Für die Orientierung. Ich glaube, wenn du mich in Portugal aussetzen würdest, würde ich sterben.
Wenn du mich aber zum Beispiel in, weiß ich nicht, anderen Ländern aussetzt, wo man sich halbwegs navigieren kann, dann könnte ich überleben. Salvo de Convio und Junta de Fuegres. Oh. Valle de Fuegres, dann würde ich auch sagen, Junta muss hier irgendwo sein. Und Salalo de Convivio. Und so eine große Straße, haben wir doch nicht gekreuzt. Also bei der IC 113 hätte ich auf jeden Fall erwartet, dass das dran gestanden hätte. Wenn das dann nicht dran steht, dann kannst du den Laden dicht machen. Das La Marosa. So, aber da sind wir ja nur abgewichen. Das. Amexia, Dofexe, Dofalxe. Ja, ganz ehrlich, da vergleiche ich lieber arabische Buchstaben. Okay, was ist auf der anderen Seite gewesen? Da gab es ja auch noch irgendwie einen Ort. Schuto, da, Schuto. Wahrscheinlich ist Schuto Schuko, kann das sein? Dass das schon wieder falsch geschrieben ist, dann drehe ich durch. Dann kommt das auch von der oder Krusche oder so. Weil dann werfe ich es von der Liste. Ich hasse es, wenn das auf der Map anders geschrieben ist als in echt. Ich weiß nicht, was Google sich dabei denkt. So kann doch kein normaler Mensch navigieren. Und Murte und Marianos. Boah, ich sehe gar nichts mehr gerade, nicht? Es ist einfach zu lang. Ich weiß ja, wie der Ort heißt. Santa Mara. San Mara. Der taucht hier halt nirgendwo auf. Es gibt nicht mal Orte mit S hier in der Nähe. Ich weiß halt nur, dass La Marosa ist ein Abzweig von uns. Aber hier ist auch ein La Marosa. Und eigentlich haben wir noch ein Valle. Parera, weiß ich, sind wir auf jeden Fall drin gewesen. Wir waren nicht am Wasser. Das ist Mora. Nicht Murta. Zoom mal raus. Gibt's hier Murta? Nicht, dass es einfach weit weg ist um Marinos. Sieht aber nicht so aus. Aber von den Großen drumherum ist nicht eins aufgetaucht. Gut, vielleicht ist es, na gut, aber drei Orte passen. Das wird keine andere Ecke dann sein. Ich sehe Peter, ich sehe Feixe, Caneira, Alogra, Krusche, Romeiras, Calvairos, Mata de Lobinos, Glöria, das habe ich ja gar nicht gelesen. Hier, Marinos, da. Da ist Marinos. Das liegt Richtung Süden. Okay. Und wo liegt Murta dann? Und warum steht da nicht Parera dran?
Okay, hier steht Pereira. Aber warum steht denn am Ausgang der Stand was mit S? Ach, hier ist Salvador, ist in Pereira. Oh, lecker mio. Okay, Portugal kommt auf meine Blacklist. Alter, ficke diese scheiß Karten, Alter. Was soll denn sowas? Ich muss in die Mini-Zoom-Stufe, damit der Ortsname da auftaucht. Oh Mann. So ein Rotz, Alter. Wirklich. Das ist die größte Kacke in Geotestic. Also da kann Geotestic nichts für. Das sind die Google-Daten, die einfach so mies aufbereitet sind. So, und die Pharmacia liegt südwestlich von uns. Das heißt, wir sind irgendwo... Irgendwo an der Kurve. Ah. Ah, vielleicht hier. Das könnte es sein. Haben wir einen Straßennamen? Ich glaube, hier war irgendwo ein Straßenname an irgendeinem Gebäude. I official hate Portugal navigation. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Café Augusto. Ich meine, von wann sind die Bilder? 2019. Ob der überlebt hat? Achso, Omoro de Maria. Ah, sieht nicht so aus, oder? Augusto. Oder er ist halt nicht eingetragen. Das kann natürlich auch sein. Umleitung. Ah, da war der Straßenname. Rue de 25 April. Okay. Da kommen wir rauf. Das heißt, hier. Da sind wir. Das heißt, wir stehen da. Jetzt ist die Frage nur, wo. Hier haben wir nach Süden diese beiden Abgänge nebeneinander. Haben wir hier vielleicht einen Straßenname? Nee. Okay, das eine geht genau nach Süden und das andere ein bisschen Dings. Führen die zusammen? Das ist die Frage. Aller Fragen? Nein. Die führen nicht zusammen. Aber wir stehen an dem südlichen Teil, die zusammenführen. Ah, hier ist noch eine um eine Kurve. Die führt zusammen. Das heißt, wir stehen hier. Da. 1,17 Meter. Herr Harms. Meine Fresse. Guck mal, wo wir lang gefahren sind. Bis da oben und bis da unten. Hier wären wir irgendwann an die Große gekommen. Und da hätte ja bestimmt was dran gestanden. Hoffe ich. Also das wäre die einzige Hoffnung gewesen. Und hier waren wir bis einer. Und da stand 118 dran, nicht? Aber das andere hier, die M77 oder was das ist, 577, steht einfach nicht dran. Gut, hätte ich den Ausgang gefunden, aber hier ging es nicht weiter, nicht? Da war die Umleitung. Deswegen konnten wir in die Richtung nicht raus. Ich wollte ja am Anfang nach Norden raus und dann bin ich durch die Umleitung hier auf die Straße gekommen. Dann wären wir vielleicht ein Stück schneller gewesen und Chuoto. Aber ist jetzt Chuoto? Okay, Chucoto, Chuoto. Okay, das gibt's wirklich. Wink's in das, Alter. Valle de Porcas. Aber wo ist denn jetzt das Valle? Vanico oder sowas. Oder Valle Volonca oder so. Ich sehe nur Valle Porcas und Valle Lambrosa und de Flor. Aber wo ist denn das dritte? Das ist auf jeden Fall mega schlecht eingezeichnet. Und Paco Dos ist ein Teil von einem Mairim.
Warum aber nicht ein Marine einfach dran steht, wenn du hier reinfährst in diesen Ort, nicht? Also es ist einfach nur... Wir haben ja halt Portugal abgefahren deshalb. Okay. Abhaken und weiter. Ja, im Süden irgendwann. Ja, irgendwann. Aber hier, die wäre wahrscheinlicher gewesen, nicht? Aber wir waren gerade ja hier. Hier wäre ich nirgendwo anders hingekommen. Hätte hier nicht 118 gestanden und 114, dann wäre ich wahrscheinlich in die Richtung gefahren und im schlechtesten Fall wäre ich hier reingefahren und wäre hier angekommen und hätte mich mega geärgert. Und dann stand da nicht Madeira, sondern Pereira und das PA war weg und das RR sah aus wie ein M oder so oder wie ein D oder so. Dann stand da Arera, nicht? Madeira. Das werde ich gelesen haben beim Start. Oh Mann. Auf zur dritten Runde. Geschafft ist geschafft. Nicht wahr? Das ist das Wichtigste dabei. Uff. Osteuropa. Na, das geht. Wir stehen auf jeden Fall auf einer nicht benannten Straße mitten im Nirgendwo. In einem Wald, wo alles verfallen ist. Es könnte Tschernobyl sein. Ah, oh Mann. Oh, Scheiße. Das ist Serbien oder Nordmazedonien? Wahrscheinlich eher Nordmazedonien oder so. Russland? Nee, habe ich nicht drin. Das kann es auf jeden Fall nicht sein. Okay. Jetzt mal ein Überblick über die Situation, nicht? Wir haben also im Südwesten haben wir Berge. Das ist ja schon mal was. Und wir fahren auf eine Stadt zu. Das ist doch auch was. Auf dem LKW vertraue ich nicht. Ein LKW, du, der kann über die Grenze gefahren sein, der kann von der Firma hier abgestellt sein, weil er hier übernachtet. Handwerkerautos vertraue ich eher, aber ich hatte auch schon einen Handwerker aus Belgien in Deutschland stehen. Also das kann dich auch komplett in die falsche Fährte führen. Dem würde ich halt nicht vertrauen. Genauso wie, hat jemand neulich gut gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, was die gesucht hatten. Ach so, hier, Knirps hatte doch gesucht Autos und hat nach München gesucht. Aber viele Mietautos sind in München gemeldet, weil die Mietautofirmen in München sind. Nicht? Und wenn du dann natürlich guckst nach Münchner Autos, bedeutet das ja nicht, dass die nach München fahren. Eieieiei. Oh, dos amigos, wo wir sind hier gelandet. Portugal 2.0. Okay, die Stadt liegt auf jeden Fall südöstlich. Ich meine, von wann sind die Bilder? Also wenn ich Bilder richtig deute, sind die von diesem Jahr. Okay. Weil es ist weiß auf weiß, müssen wir gleich nochmal gucken. So, große Straße erreicht. Sehr schön. So. 2,23, 2,24 die Bilder. Okay. Aber auf den Schock von Portugal erstmal Prost. Ich lese jetzt auch nicht, was hier auf den Schildern steht, nicht? Das hilft mir halt gar nichts. Ich brauche einfach so ein Autobahnschild.
Alles andere kann ich hier vergessen. Also hier muss ich viel Glück haben, dass ein Schild einfach steht, nicht wo ich bin. Da steht zum Beispiel Bulgarien, aber weiß ich nicht, fühlt sich nicht. Es könnte EU sein. Aber Bulgarien ist doch eigentlich mehrsprachig. Das wäre schon echt eine harte Ecke für Bulgarien. Das sieht ja auch aus wie Deutschland teilweise. Oh. Okay. Na gut, ist nicht so weit weg von Nordmazedonien. Könnte hier in die Ecke irgendwas sein, nicht? Silvengrad, Plodiv. Silvengrad. Da steht wenigstens was Lesbares. Nicht, aber du fährst in irgendeine osteuropäische Stadt ins Nirgendwo und kriegst sofort ein Schild, wo du bist und wo es hingeht. Ja? Das ist doch... Und in Portugal fährst du 100 Kilometer und du erfährst nicht mal, wie das Dorf nebenan wirklich heißt. Das ist doch einfach nur traurig. Zlatograd. Svilengrad. Da sind wir. An der Grenze. Ah, zur Türkei und Griechenland. Ja, okay. Also geht zumindest in die Richtung. Und wo ist Plotwif? Wahrscheinlich hier oben. Plotwif. Okay. Plovdiv? Ich habe Plovdiv noch nie gehört und das scheint eine Riesenstadt zu sein. Sofia sagt einem noch was, aber Plotwif und Silvengrad. Okay. Wir sind irgendwo in der Mitte davon. Na, gucken wir mal. Ja, ist aber schon wieder falsch geschrieben, nicht? Mit W statt V. Ich nehme mir ein Wort und suche das Wort. Wenn das Wort nur anders geschrieben ist, dann nehme ich es nicht wahr, weil ich suche was anderes. Und das nervt tierisch. Okay, das kann ich auch nicht lesen. Weil ich lese nicht, ich scanne ja einfach nur schnell. Dünügügüz. Macht auf jeden Fall Sinn in der Nähe der Türkei. Okay, Bulgarien auf jeden Fall bestätigt, nicht? Jetzt müssen wir nur herausfinden, wie dieses Örtchen heißt. Aber Plovdiv noch nie gehört im Zusammenhang mit Bulgarien. Plovdiv. Keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Da geht's eher Richtung Zentrum, nicht? Hatten wir ja gesehen. Es könnte sogar sein, dass wir im Plovdiv sind, nicht? So groß wie die Stadt ist. Ich wüsste nur nicht, wie man in der Stadt herausfindet, wie die Stadt heißt. Auf jeden Fall ist da warm, nicht? Hier hat jeder eine Klimaanlage. Wird bei uns auch noch irgendwann kommen, dass die Mieter Erlaubnis kriegen, eine Klimaanlage zu haben. Weil die Wohnungen sind teilweise heute schon echt unerträglich. Und das bei 30 Grad. Wenn es in den nächsten Jahren nur ein paar Grad mehr wird, dann ist man da echt am Orschel. Ein Lidl haben wir gefunden. Das beweist auf jeden Fall, dass es neue Bilder sind, ne? Und DHL-Laden. Halb Deutschland hier versammelt. Okay, aber es sieht doch hier nach einer guten Straße aus. Ein Industriegebiet. Oh, die sieht noch besser aus. Sehr gut. Nach Norden? Nee, nach Süden, oder? Dann fahren wir eigentlich wieder raus.
Hier, da könnte was dran stehen. Ah, ich kann es nicht lesen, nicht? Das ist halt... Das ist hier die Scheiße. Eigentlich kann ich nur Straßenschilder dann lesen. Hier wird selten dann was irgendwo stehen, dass ich sage, ah, das erkenne ich. Okay. War jetzt nicht so erfolgreich nach Süden. Und da fahren wir wieder zurück. Nee, okay, dann fahre ich lieber nach Norden. Und dann vielleicht bei einer Größe nach Osten raus oder so. Aber wenn wir die Stadt haben, müssen wir ja nur das Lidl suchen. Center heißt das hier. Ja, das kann ich schon lesen. Das habe ich oft gesehen. Ich habe die Stadt nicht zu Tode gesucht nach Etep. Bis man herausfindet, dass Etep einfach nur Center heißt oder sowas. Das Lidl ist auf jeden Fall gut ausgewiesen. Hier. Die Straße zum Glück. Komm, bitte. Nein, 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 nein. Die Straße daneben ist die Straße zum Glück. Nein, 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 nein. Die Straße daneben ist die Straße zum Glück. Lass mich nicht runterfallen, bitte. Auf jeden Fall hat Leipzig Vibes. Leipzig vor 10 Jahren zumindest. Oh. Nein. Oh. Yes. Ah, hier auf der Straße kommt eh nichts, nicht? Dann kann ich auch hier lang fahren. Dann komme ich eh wieder auf die Straße. Dachte, da kommt vielleicht ein Schild oder so. Okay, aber... Es muss was richtig Großes sein. Nicht, es hat Busse. Es hat Schienen. Es hat Industrie. Es hat sehr lange Straßen. LKW in Massen. Richtig, ich bin über Schienen gefahren. So, das interessiert mich. Wir sind in Haskovo. Schaskovo, da haben wir es. Wieder anders geschrieben, nicht? Schakovo kann man aber damit abgleichen. So, und wir sind jetzt nach Osten gefahren. Das heißt, wir sind auf der Straße gekommen. Das heißt, wir sind hier drin, da ist der Lidl. Das heißt, wir sind irgendwo hier drin. Ach so, ha, scheiße. Ja gut, hätte mir ja nichts geholfen, ich bin zu weit weg. Wir sind, die Stadt ist im Südosten gewesen, nicht? Non, das heißt, wir sind hier drin irgendwo. Hier. Das heißt, okay, da muss hier noch ein Lidl sein. Da ist der Lidl. Okay. Es gibt also mehr als einen Lidl. Macht doch Sinn. Das heißt, wir sind hier irgendwie auf die Straße gekommen, dann hier runter und dann hier rüber gefahren. Tja, aber wo sind wir hier? Pff. Shit. Okay, ich fahr mal nach Norden. Okay, es geht noch weiter. So, ich würde sagen, das ist das hier. Dann kommt dieser Umknick. Das ist der hier. Aber der geht eigentlich nach Osten. Der müsste eigentlich so gehen. Okay, das kann nicht der sein.
Können hier noch drin sein vielleicht? Also das eine ist auf jeden Fall markant. Straßennamen hilft mir ja nichts, die sind ja auf Russisch. Wenn die überhaupt hier stehen, aber glaubst du, hier stehen Straßennamen? Ich glaube, die Annahme ist super utopisch. Und selbst dann könnte ich nicht die Straßennamen von was anderen unterscheiden. West-Ost geht das auf jeden Fall. Wir können auch in sowas drinstecken hier. Vielleicht kommen wir auf, sind wir von hier drüben gekommen. Die Straße liegt im Südosten, nicht? Norden, Osten, Süden. Das heißt, wir sind ja eher hier drin. Ich vermute irgendwo hier. Dann sind wir hier bis zum Lidl und dann hier runter. Oder irgendwie so. Oder noch ein anderes Lidl getroffen, was hier irgendwo ist. Hier sind auf jeden Fall schon Läden gewesen. Aber ich bin ja so durchgeprescht, nicht? Als ich in der Stadt war. Blom, 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 blom. Richtung Osten. Hier ist der Zoo. Das heißt, da können wir nicht sein. Weil hier würde ich nicht vorbeikommen. Wir könnten hier irgendwo sein. Oder halt wirklich, aber so weit bin ich nicht gefahren, oder? Dass wir hier gerade auf der sind. Und wir kommen zum Beispiel von da. Die geht auf jeden Fall nach Nordwesten. Also so. Das tun die wenigsten Straßen hier. Hier zum Beispiel könnten wir drin stehen. Aber da wären wir da am Ende. Hier könnten wir sein. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir stehen hier vielleicht. An irgendwie so einer Stelle. Okay, wir gehen nochmal zurück. Wenn das stimmt, müssten wir, wenn wir nach Norden gehen, um diese Kurve über den Fluss kommen und dann müsste der Zoo kommen. Das Gebiet sieht auch sehr, deswegen ist da nichts los, weil es nach Zoo aussieht. So, hier geht der krasse Schwung nach Süden. Ah, der ist nicht nach Süden, krass genug. Das heißt, wir fahren so. Hä, wie fahren wir denn? Warte mal. Unsere Straße geht vorher im Westen. Mann, hallo! Klickt irgend... Ey, sag mal. Will er mich verarschen? So, jetzt haben wir's. Die Straße verläuft West-Ost auch. Okay, West-Ost. Das heißt Norden, Osten, Süden, Westen. Wir fahren so. Dann geht sie so runter. Und die ging vorher auch so und wir gingen aber so.
Ich glaube, wir müssen Paint auspacken. Irgendwo müsste die Straße zu Ende sein, ja. Wir fahren einmal dahin und dann, wenn das nichts hilft. Er setzt mich die ganze Zeit zurück. Ich muss hier echt einzelklicken. So, hier ist die Straße zu Ende. Hier sind auch überall Häuschen. Das heißt, es muss hier nicht zu Ende sein. Und die ging jetzt nach Westen. Nach Westen eine Sackgasse. Könnte hier sein. Hier könnte es sein. Jetzt geht's nach Süden hart. Wir sind hier doch echt hoch gelegen. Guck mal, im Süden muss ein hoher Berg sein, den wir sehen. Das heißt, wir müssen auf diesem Bergkamm hier liegen eigentlich. Vielleicht hier. Das macht auch keinen Sinn, nicht? Hier gibt es nicht so viele Häuser, weil das der Zoo ist. Hier gibt es eigentlich auch... Na gut, sie sind zumindest nicht eingezeichnet, die Häuser. Vielleicht doch hier hinten? Irgendwo hier? Aber hier geht's... Na gut, hier geht's... Nee, hier geht's halt West-Ost. Aber dann nicht nach Süden. Hier geht alles nach Norden dann irgendwo. Hier geht West-Ost, aber da macht auch kein krasser Südknick. Und vor allem... Vielleicht hier auf diesem Hügel sind wir. Die Stelle habe ich echt... Gute Aussicht, ja, aber hilft halt nichts. Aber guck mal, nach Süden ist nicht die... Warte mal, nach Süden ist nicht die Stadt. Wo ist denn die Stadt denn? Die war doch Südosten, dachte ich. Gut, aber nach Süden sehe ich die Stadt nicht. Okay, das würde passen hier. Nach Südosten, ja. Hat die Straße keinen Namen? Haben die nicht an dem Pfosten irgendwie die Namen oder so? Aber da komme ich nicht ran. Ophir Mafok hilft mir auch nicht. Ist auch alles Neubaugebiet. Aber da ist auch noch Süden. Hier gibt es auch keine Straßennamen, weil alles neu gebaut wird, nicht? Mann, ey. So, aber wir fahren auf einer Straße, die süd-südwestlich nichts hat. Das heißt, das kann nur die sein, auf der wir gerade fahren. Und die geht südöstlich, Norden, Osten, Süden oder die hier. Das würde schon zu den Sachen hier passen, dass wir hier irgendwie drin stecken. Und ich glaube, dann stehen wir hier oder hier. Und das ist der Knick nach Süden, aber dann fehlt er nach Westen. Okay, wir machen's. Ich habe keine andere Chance. Die Zeit rennt uns davon. Und deswegen brauchen wir unser Tool, Paint. Norden, Osten, oh. Norden, Osten, Süden, Westen. Oh. Kompass ist gezeichnet. Wir gehen an unsere Startposition. Und unsere Straße geht leicht Südost. Ich mache mal einen Startpunkt. So. Machen wir mal diesmal ein bisschen weiter unten. So.
unsere Straße geht mehr Ost als Süd. Ja, aber die Straße weiterfahren, was bringt mir das? Das hilft mir ja nicht, den Startpunkt weiterzufinden. Ich weiß ja, wo ich in etwa bin, aber ich brauche ja die genaue Position. Wir werden es schon finden. Das legen wir drüber und dann passt das eher. So. Also mehr Osten als, ne? Mehr Osten als Süden. Aber auch so ein kleiner Knick und dann wieder. So, vielleicht. So, da weiß ich noch nicht, wie es weitergeht. Wir haben eine Straße, die geht nach Süden weg, leicht nach Westen. Da weiß ich noch nicht, wie weiter. Und wir haben eine, die geht nach Nordwesten weg. Macht einen Bogen und einen Bogen zurück. So, die verfolge ich jetzt erstmal. Oh, Nordwesten, den haben wir schon. Und dann macht sie einen harten Knick, bis sie auf dem Westen kommt. Okay, den habe ich schon drin. So. Dann sind wir westlich. Dann geht sie ein Stück westlich. Ja. Aber wirklich nur ein Stück. Dann geht da eine ab, die man nicht befahren kann, die also auch nicht was wert ist. Dann geht es nach Südwesten. Wenn du es gefunden hast, dann fahr von dort einfach zurück zum Startpunkt. So arbeite ich nicht. Das kann ich nicht. Das bringt nichts. Dafür gibt es zu viel Abzweigung und viel zu weit weg. Da brauchst du dich nur einmal verzählen bei 30 Straßen oder eine übersehen, weil du eine überspringst. Das hilft gar nicht. Jetzt geht es wieder nach Westen. Und dann geht's hart nach Südosten. Und das muss man doch sehen können, würde ich sagen. So. Leichten Osten, ne? Leicht Osten. So. Oh, mein Gott. So. Danke, Paint. Dann fahren wir weiter. Und dann kommen wir an eine Stelle, da geht eine Straße nach Westen ab. So, und die geht aber nicht mehr weiter, das wissen wir schon. Unsere Straße geht weiter. Die hier ist nicht eingezeichnet. Eine ganze Weile nach Süden jetzt mehr. Knickt leicht nach Südwesten. Nach Süden. Leicht nach Südwesten. Und da kommen keine abgehenden Straßen mehr. Und dann kommen wir an eine, und das ist die große Straße, und die geht leicht Nordwest. So. Das müsste doch schon reichen, wenn wir das hier gucken. Ich würde ja sagen, das ist das hier. Aber das passt halt nicht. Oder hier, das hier. Passt aber auch nicht. Na, obwohl, wir könnten hier stehen, nicht? Aber dann passt die nicht so gut. Und die, die weitergeht, vielleicht gab es die damals noch nicht, als die da lang gefahren sind. Das ist ja Neubaugebiet.
Gefällt mir eigentlich sehr gut. Und die Straße, die abgeht, fehlt auch, aber so 100% bin ich nicht überzeugt. Okay, dann fahren wir die mal noch weiter. Die geht jetzt Richtung Westen. Leicht Nordwesten und sehr lange. Westen, Nordwesten. Ah, und dann kommt eine und die gehen wir mal rein. Wie lange geht die? Oh, schöner Ausblick auf jeden Fall. Die führt nach Südwesten. Nach Südwesten. Ja doch, war gut. Und dann knickt sie nach Westen ab. Und hier kommt sogar eine Dreierkreuzung. Nach Norden und nach Süden. Nach Norden und nach Süden. Okay. So. Das sieht man nicht auf der Karte. Du hast das, ja? Müsste eigentlich jetzt schon gut zu sehen sein. Die Straße nach Süden. Das ist die hier. Das ist die Kreuzung. Das heißt, das ist unsere. Dann kommen wir aus der hier. Das ist der Knick. Hier ist auch die Straße rein. Da ist die andere, die man nicht reinfahren kann. Ja, guck, da ist der Hügel. Und dann stehen wir da. Und deswegen ist Paint so geil. Bango Bongo 7,64 Meter. Paint hat uns wieder den Arsch gerettet. Ich würde sagen, ein sehr akkurates Ergebnis, wie man sieht, nicht? Also wenn ich das hier mal übereinander lege, das ist echt gut. Also das funktioniert, finde ich, am besten in solcher Situation herauszufinden, wo man ist. Paint, du bist es. Klar kann man auf 1000 anderen Wegen das auch machen, aber ich brauche einfach so eine Aufzeichnung. Und guck mal, wie perfekt ich in der ersten Runde in die Stadt reingefahren bin. Da hatte ich echt Glück, dass ich hier nirgendwo angeeckt bin. Ich bin direkt rein, einmal durch die ganze Stadt, bis hier hinten ran. Das war schon nicht schlecht. Halleluja. Und alles innerhalb einer Stunde. Für 1,5 Runden. Aber wir haben es geschafft. 18.000 Punkte. Wir waren 9 Minuten in Tunesien. Ach, 9 Minuten Tunesien, das ist ja so lange her. Eine Stunde in Portugal und 31 Minuten in Bulgarien. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und hoffentlich dauert die nur 30 Minuten.